Sie, Tenor! Dem Volk auch nicht. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Sie sind Gesangslehrer, waren als Sänger, zunächst als Bariton, dann als Tenor international höchst erfolgreich. Danke, dass Sie uns die Gelegenheit geben, gemeinsam mit Ihnen auf Ihr sehr bewegtes Leben zurückzublicken. Sie sind gebürtiger Kölner, leben aber seit vielen Jahren in Graz und möchte mit der einfachen Frage beginnen, wie hat es denn mit dem Singen bei Ihnen angefangen? Wenn ich richtig informiert bin, waren Sie zunächst, wie so oft, bei Sängern auch in einem Kirchenchor? In einem Kirchenchor, genau. Ja, aber wie es dorthin gekommen ist, ist eine schöne Geschichte. Und zwar, ich habe mich vor meinen Eltern nie getraut zu singen oder irgend mich zu präsentieren oder sowas, weil die mich ewig ausgelacht haben. Und also habe ich das nicht gemacht. Ich habe immer gewartet, bis alle weg waren. Und dann habe ich das Bad aufgemacht und dann habe ich gesungen wie ein, ich habe natürlich überhaupt nichts, weder Text gehabt, noch sonst, es war einfach nur nachempfunden und ja, und das habe ich gemacht und dadurch, dass das Bad sehr klein war, habe ich immer so angekippt und zufällig ist unten bei der Stadt, das war im fünften Stock, und ist zufällig unten die Chorleiterin flank gegangen. Und also um das jetzt weiter fortzuführen, war, dass sie meine Mutter getroffen hat und hat gesagt, Mensch, ihr Sohn, der singt ja so wahnsinnig. Meine Mutter war ist natürlich aus allen Wolken gefallen, weil sie das ja nicht wusste. Weil, ja, genau, weil ich ja nie was gemacht habe. Und dann hat sie gesagt, Mensch, können Sie denn nicht mal sprechen, dass er in den Kirchenchor kommt? Einfach mal so, so, okay, das habe ich dann gemacht auch. Und dann bin ich dort geblieben und die Stimme hat sich wahnsinnig schnell entwickelt. Mhm. So, so fing es dann an. Und dann waren so die ersten Soli. Und wie kam es dann zu der Idee, aus diesem Gesang einen Beruf zu machen? Das war ja dann doch einige Jahre später wahrscheinlich. Naja, das war ja, ich habe ja einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich war auf Schulen, die in Vorbereitung auf den Maschinenbauingenieur waren. Mhm. Aber mich hat das natürlich nicht losgelassen, dass ich Lust hatte, mich auf dem Theater zu präsentieren. Jetzt wusste ich aber gar nicht, als was. Also Opernsänger, Tänzer wären dann noch gewesen. Also der Opernsänger war nicht so. Der Opernsänger war gar nicht vordergründig. Ja. Mhm. Na, das war eigentlich. Also ich habe meine Tante tanzen sehen, also die war im Ballett. Und dann galt für mich immer, also Bühne, tanzen. Mhm. Bühne, Ballett. Also Sie wollten Tänzer werden dann? Ich wollte dann Tänzer werden. Das habe ich dann meinen Eltern mal gesagt. Mhm. Großes Gelächter. Großes Gelächter. Also die hatten für künstlerische Berufe nichts übrig. Nicht die, obwohl das ja die Schwester meiner Mutter war. Mhm. Also das war eigentlich sehr naheliegend, das Ganze. Mhm. Und naja, und das hat sich so ganz langsam herauskristallisiert. Mhm. Auch mit den Autos, das war natürlich auch diese Chorleiterin, hat mich natürlich sehr viele Soli singen lassen. Mhm. Und durch diese Präsentation ist bei mir auch so eine Sicherheit entstanden. Und es war natürlich überhaupt nichts da, also ein Stimmen, da kann man überhaupt nicht drüber reden. Es war gar nichts, es war einfach nur ein Gefühl, das eventuell machen zu wollen. Aber Sie haben ja dann doch den Weg in die Musikhochschule gefunden. Wie war das? Naja, es war so, dass mir jemand gesagt hat, also es gibt eine Gesangslehrerin in Köln, in Köln-Nippes. Käthe Busch-Schmitz hieß die, das war die Leiterin vom Kölner Kinderchor.
Und ich sollte doch mal dorthin gehen. Und das habe ich auch gemacht. Das heißt, ich musste immer unter einem Vorwand, weil wir haben ja in einem Vorort von Köln gewohnt, also Porz am Rhein. Und das ist da, wo der Flughafen ist, der Flughafen Köln-Bonn. Und ich musste immer mit der Straßenbahn nach Köln fahren, aber ich musste immer einen Grund haben. Meine Mutter, die hat... Also Sie haben nichts davon erzählt, den Eltern? Nichts. Die haben das nichts. Nee, ich habe es ihnen mal irgendwann später erzählt. Da habe ich schon 10 Jahre gesungen oder was. Und da habe ich ihnen das gesagt, wie ich da... Naja, weil sie haben sich ja doch dafür interessiert, wie das gegangen ist. Meine Mutter hat aber fleißig Kritiken gesammelt. Also ich habe damals bei der Kreissparkasse Köln gesungen, bei so einem Gesellschaftsabend. Mhm. Und so ist es dann so langsam herausgekommen, dass ich auch öffentlich auftreten kann. Und zunächst war die Musikhochschule, ohne dass die Eltern was davon wussten. Und wie ging es dann dort? Naja, die Musikhochschule kam dann aber auch. Ich wusste ja von nichts. Dann habe ich mir gesagt, wie macht man das eigentlich, wenn man Opernsänger wird? Dann habe ich Kölner Opernhaus angerufen. Das finde ich heute noch so witzig, dass ich das Telefonbuch genommen habe und habe mir das Kölner Opernhaus ausgesucht und habe dort angerufen. Dort war ein sehr verständiger Portier, der dann gesagt hat, ja, warten Sie mal, können Sie mal dranbleiben. Also ich muss Sie dann weitervermitteln, weil ich selber kann natürlich gar nichts darüber sagen. Gut, dann habe ich halt gewartet und dann hörte ich Instrumente. Das war der Orchestergraben, wie sich dann später herausgestellt hat, wie ich das dann später wusste. Und dort hat jemand das Telefon abgehoben. Mhm. Und ich habe dann die Frage noch einmal gestellt. Da hat er gesagt, ja, okay. Also, Sie haben gefragt, wie ich möchte gerne Opernsänger werden. Wie mache ich das? Okay. Was tue ich da? Und da hat er gesagt, ja, Sie müssen mal den Studienleiter, ich hatte auch keine Ahnung gehabt, was Studienleiter heißt, den Studienleiter namens so und so und so und so anrufen und ihm davon berichten und ihm vorsingen. Das tat ich dann auch. Dieser Studienleiter hat mir dann bei dem Vorsingen gesagt, er hat gesagt, ja, wissen Sie, wenn ich von der Wahrheit Ihnen sage, ja, es ist eigentlich nichts. Es ist nichts. Es ist gar nichts. Aber, warte mal, also ich will jetzt nicht hier den lieben Gott spielen. Sie kriegen jetzt von mir eine Telefonnummer und dieser Frau singen Sie vor. Das ist eine Professorin von der Musikhochschule Köln. Und der singen Sie vor, wenn die auch nichts, wenn die sagt, das ist auch nichts, dann hören Sie es auf. Mhm. Dann werden Sie lieber Maschinenbauingenieur. Mhm. Und das tat ich dann auch wieder. Und das war dann die Ellen Busenius, also meine erste Gesangslehrerin. Mhm. Und die hat gesagt, boah, super, wunderbar, das machen wir. Die hat Potenzial erkannt. Ja, und die hat gesagt, ja, ich bereite dich vor. Und auf die Aufnahmeprüfung. Die Aufnahmeprüfung habe ich dann auch bestanden. Mhm. Und dann war ich auf einmal Mitglied der Musikhochschule Köln. Dann habe ich mir gedacht, irgendwie sollte ich das meinen Eltern vielleicht auch mal sagen. Dann habe ich also nach der bestandenen Aufnahmeprüfung meine Eltern angerufen, aber ich sagte, ich habe soeben, die natürlich freudestrahlt, soeben die Aufnahmeprüfung zur Musikhochschule bestanden. Für das Fach Sologesang. Aha, ja, gut. Mein Vater hinten im Hintergrund. Also, naja, die Finanzen sind damit gestrichen. Ja, meine Mutter sagte, also das ist ja unmöglich und da sagst du uns nichts davon. Also die war total beleidigt, statt sich zu freuen, weil es ist ja kein Honiglecken da. Ja, und Selbstverständlichkeit, dass man da unterkommt. Ja, dass man sich da präsentiert, vor den ganzen Professoren. Und also da kam nichts. Kein Verständnis. Kein Verständnis. Ja. Die einzige Person, die Verständnis hatte, war meine Großmutter. Mhm. Und die hat immer gesagt, Mensch, seid doch froh, dass man endlich mal wieder ein Künstler in der Familie ist. Weil ihr Mann, also mein richtiger Großvater, war Primgeiger im Stettiner Staatsorchester. Sie selbst war Pianistin und eine ihrer Töchter ist zum Theater gegangen und hat Ballett gemacht. Ne? Mhm. Mhm. Gut, dann hat sie gedacht, Mensch, seid doch froh, dass mal wieder so einer ist. Ne? Mhm. Gut, und die hat mich auch gesponsert nachher. Mhm.
Also ich bin dann ausgezogen von meinen Eltern, weil ich gedacht habe, das halte ich nicht länger aus. Mhm. Diese Negativität, das war nicht so meins. Also ich bin dann nach Köln gezogen, aber ich habe natürlich keine Mittel gehabt. Ne? Mhm. Und in Köln die Mieten waren scheinbar hoch. Und wo fand dann der erste Auftritt statt? Der erste Auftritt fand in der Aula der Musikhochschule Köln statt. Mhm. Und auch, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Und zwar, da gab es einen Auftritt, den ich nach einem Jahr Studium hatte, und zwar in Bad Godesberg. Habe ich die Kantate 140 von Johann Sebastian Bach gesungen, und also den Basspart, weil ich habe ja als Bass angefangen. Also ich nenne es heute ein Sänger mit einer tieferen Stimme. Mhm. Also es war ja gar nicht der Bass, es war auch gar nichts, eigentlich noch nichts. Gut, und dann habe ich das dort gesungen, und es gibt auch Aufnahmen davon, und da sieht man hört man den Unterschied zwischen vorher und nachher. Mhm. Und das war damals ja noch unter dem Namen Wolfgang Müller. Müller. Und der Lorenz kam da dazu von der Großmutter? Der Lorenz kam aber erst später dazu. Mhm. Mhm. Also nachdem ich in Wien in der Kammeroper war, also zwei Sommer lang und auch in eine Winterproduktion gemacht habe, und von dort aus bin ich nach Mainz gekommen. Also da habe ich ein Jahr in Mainz mein offizielles Anfängerjahr gemacht. Und danach habe ich einen Dreijahresvertrag gehabt ans Gärtnerplatztheater in München. Mhm. Und ich habe natürlich immer kommuniziert mit meinen Agenten. Dann habe ich angerufen und habe gesagt, Müller. Ja, welcher Müller? Müller gibt es Tausende. Ja, Wolfgang Müller. Ja, gibt es auch Tausende. Und bis ich das, also habe ich gesagt, so, das ist jetzt fertig. Und dann habe ich meine Großmutter gefragt, ob ich nicht den Namen meines Großvaters zu meinem Namen dazu nehmen wollte. Also war ja Lorenz. Und sie war ja, meine Mutter ist auch eine geborene Lorenz. Also ist ein Familienname. Mhm. Und den habe ich dann genommen. Ist gleich genehmigt worden auch. Da hat man gemerkt, dass die Bayern ganz schnell waren. Ich bin hingegangen, habe gesagt, gefragt, da hat er gesagt, nein, zu brauchen gar nicht fragen, das machen wir jetzt sofort. Mhm. Dann habe ich sofort den Vertrag gekriegt, also Müller-Lorenz heißen sie jetzt, ab morgen. Mhm. Ja, schön. Ja. Was war der erste Auftritt in Wien? Mein erster Auftritt in Wien war Paisiello, Barbier von Sevilla. Paisiello war ein Zeitgenosse Mozarts, also es war auch in diesem Stil geschrieben, den Figaro. Mhm. Also es war Barbier von Sevilla, von Rossini, war dasselbe Geschichte. Ne? Ja, ja. Das habe ich gemacht im ersten Jahr, und ich habe also so viele Auszeichnungen gekriegt von den Zeitungen und weiß ich was alles, super Kritiken. Dann hat er mich gefragt, der Hans Gabor war das noch. Hans Gabor, einer meiner tollsten künstlerischen Väter, die es gegeben hat. Und der hat mich dann gefragt, ob ich nächsten Sommer auch komme. Und nach Wien kam dann Mainz mit Dutzenden Partien? Das war nach Wien kam dann Mainz, ja. Wie kann man sich so das Leben eines jungen Baritons, der Sie damals ja waren, vorstellen? Wie hat sich das Jahr abgespielt? Das dort? Jahr hat sich abgespielt, indem ich 279 Vorstellungen gesungen habe in dem Jahr, was dann man müsste das immer nachrechnen, ob das ein Rekord ist. Das ist mir wurscht, aber es war viel. Ich habe jeden zweiten, dritten Tag auf der Bühne gestanden. Und da gab es viele kleine Rollen, sehr viele große Rollen. Und ich habe einfach gesungen, was das Zeug hält. Und Tag und Nacht gelernt. Und Tag und Nacht gelernt. Das ist klar, Tag und Nacht in der Kantine gesessen. Ging das leicht immer für Sie, neue Rollen zu lernen? Ja, das ging, damals ging das noch sehr leicht. Damals war das, war es mir eine Melodie vorgespielt mit Text, und ich habe es nachgesungen, fertig. Und da war es auch da drin. Und wie textsicher ist man da? Ist man sehr auf die Soufflöse angewiesen? Nein, eigentlich gar nicht. Die Soufflöse konnte man damals vergessen, weil die saß an der Seite, also an der Bühnenseite. Die hat man überhaupt nicht gehört, also nicht verstanden. Das war früher in den kleinen Theatern, das kam gerade auf, dass man
dass man die Soufflösen an die Seite hingesetzt hat. Das ist ja nicht theatermäßig. Ne? Früher, also Theater war ja so, dass in der Mitte der Stichwortgeber oder die Stichwortgeberin war. Und das gab es dann halt in Mainz nicht und auch im Gärtnerplatz dann später nicht. Und das ist natürlich so, dass man, wenn man viele verschiedene Rollen singt, auch kleinere Rollen, man ist trotzdem auf den Souffleur angewiesen. Es ist gut, wenn er da ist. Es ist eine Sicherheit einfach. Ja. Ja gut, in den 1970er Jahren gab es dann ja auch einige Fernsehauftritte schon. Später sind ja viele gefolgt. Einer davon, erkennen Sie die Melodie, 1977, die schauen wir uns jetzt an. Und dürfte ich es glauben, dass mir der Liebe leider fliehen, an ihrer Lust beschieden, das liebe Schalte, strahlte mir ihr Blick, strahlte mir ihr Blick. Kein Gott kann sie mir lauben, und so lach mir das Leben. Dein ist mein ganzes Leben, mein bist du endlich mein, mein bist du mein, endlich mein. Kein Gott, kein Gott kann sie mir rauben. Nur still, nur still, nur still, nur still. Nur sie allein ist all mein Glück. Nur sie, nur still, nur sie, nur still, ist all mein Glück. Mach kein Geräusch, nur still, 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 nur still, nur still. Kein Gott kann sie mir rauben. Nur still, nur still, nur still, nur still. Nur sie allein ist all mein Glück. Nur sie, nur still, nur sie, ist all mein Glück. Mach kein Geräusch, nur still, mach kein Geräusch, mach kein Geräusch. Kein Geräusch verbergen wir uns in dem Schall des stillen Nachts. Still, 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 kein Geräusch verbergen wir uns in dem Schall des stillen Nachts. Mach kein Geräusch, du stille! Haltet, wacht, mach kein Geräusch, du stille! Haltet, wacht, nur still, nur still, nur still, nur still, nur still. Das war 1977. Sie waren damals immer noch überzeugter Bariton, weil, wie Sie mir gesagt haben, mal Tenöre waren mir zu blöd. Ja, ich war also so ein überzeugter Bariton. Ich wollte gar nicht. Das lag mir so fern wie von hier bis zum Mond, also dass ich da irgendwie Tenor werden wollte. Weil Tenöre waren für mich immer so, dass die immer ganz, ich musste ja viel Tenor, wir haben viel Tenoreinspringer gehabt und dann musste man mit denen probieren und das war immer sehr zach, wie man in Österreich so schön sagt, zach, weil die einfach nichts in den Kopf gekriegt haben. Da habe ich gesagt, Tenöre sind alle blöd, Männer. War vielleicht ein kleines Vorurteil auch, aber... Ja, warte nichts, ich fahre ja dann nachher auch rein. Ja. Papageno, Papier, der Falke in der Fledermaus, was waren damals denn für Sie selbst die wichtigsten Rollen? Ja, die wichtigsten Rollen waren natürlich, ich habe ja in Mainz damals Figaro Graf gemacht, was eigentlich ja schon, Mensch, ich war ja immer noch ein Bariton-Baby und habe da eine Rolle gemacht, die eigentlich ja schon reifer war.
Also an Person. Ne? Mhm. Und ja, aber es hat mir dann Spaß gemacht, weil ich musste ja auch die Premiere singen, was ich ja vorher auch nicht gewusst hatte. Und die hat man mir untergejubelt. Wie kann man sich das vorstellen? Na, das heißt, nicht wissen, ich habe die ganze Zeit gedacht, oh wunderbar, mir kann nichts passieren, ich bin Zweitbesetzung. Ja. Da weiß man schon, da bin ich schon raus. Ich bin aus der Premiere raus. Also ich bin aus den Kritiken raus. Da ist der meiste Fokus ja, drauf. Ja, ja, genau. Und auf einmal kam dann einer, also der Regisseur, Friedrich Meyer-Oertel, auch ein Österreicher, der kam dann auf einmal zu mir und hat gesagt, du, ich muss dir was sagen, du musst die Premiere singen. Dann hat er gesagt, ich weiß, nicht aufregen, geht alles wunderbar, du bist ein junger Sänger, wir sind alle da. Der GMD hat dann auch gesagt, du kannst mich Tag und Nacht anrufen, ich bin immer da. Und das war schön. Und das war so richtig. Ja, richtig. Sie haben dann sehr viel in Deutschland gesungen. München, Nürnberg, Karlsruhe. 1980 sind Sie dann von Deutschland nach Österreich geflüchtet. Oder was war ja, so kann man es eigentlich auch nennen. Ja. Was war der Anlass dafür? Nee, war das künstlerische Gründe? Oder? Nee, absolut unkünstlerische Gründe. Und zwar, das war das, die Revolution des deutschen Scheidungsgesetzes. Mhm. Blöderweise bin ich da reingefallen. Mhm. Und ich war mit meiner zweiten Ehefrau 4 Jahre verheiratet. Und also eigentlich war ich 2 Jahre verheiratet und dann habe ich die Scheidung eingereicht. Und das Ganze hat dann nochmal 3 Jahre gedauert, bis es also zum Prozess kam, also bis es zur Scheidung kam. Sie hat sich also geweigert die ganze Zeit. Und ich bin zur Unterhaltszahlung verdonnert worden, die ich ja, ich habe immer gesagt, Leute, ich bin ein junger Sänger. Ich verdiene ja nicht so viel. Sie kriegt ja Unterhalt, aber nur so viel, wie ich vertragen kann. Ja. Und deswegen, und dann gab es eine schöne Geschichte. Ich habe eine Freundin gehabt in Karlsruhe. Und die hat jemanden besucht aus Graz. Ne? Ich habe ja in Graz vorher schon einmal gastiert, aber das war also einfach außer der Reihe. Und da lag der Verwaltungsdirektor, der lag in einer Klinik in Reichenbach, also im Schwarzwald, und hat sich eine neue Hüfte einbauen lassen. Und sie hat gesagt, Mensch, ich muss da jemanden besuchen. Ich habe gesagt, wen gehst du da besuchen? Ja, ja, Thomas Tarjan, der ist auch inzwischen gestorben. Und dann habe ich gesagt, ah ja, okay, dann bestell dir mal schöne Grüße von mir. Und dann hat sie ihm dort erzählt, was ich für eine Misere gerade durchmache. Und dann hat sie gesagt, Mensch, sagt er, wenn einer von Scheidungen Ahnung hat, dann bin ich das. Sagt er, und ich bin eine Scheidung gewohnt von deutschen Ehefrauen. Der soll doch zu mir kommen, der soll doch nach Graz kommen. Und das war der Weg nach Graz. Und das war der Weg nach Graz. Und zwar ging es um eine Pfändung. Es hätte ein Jahr gebraucht, damit die Pfändung vollstreckt werden konnte. Mhm. Wenn ich nach Österreich gehe. Mhm. In Deutschland wäre ich platt gewesen. Mhm. Da hätte ich also nichts mehr, wäre ich zahlungsunfähig bis in alle Ewigkeit gewesen. Also habe ich das dann gemacht. Und das war ein guter Schritt. Auch künstlerisch? Es war auch künstlerisch ein guter Schritt. Wie ging es dann in Graz weiter? Nein, was war die erste Rolle? Ja, das Graz war einfach, Graz ist eines der schönsten Opernhäuser der Welt. Graz ist eine wunderschöne Stadt, wie wir alle wissen. Und dieses Opernhaus, damals noch mit der Intendanz Dr. Nemeth, war für mich, wo ich dachte, ah, wunderbar, so ist Theater, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Dass ein Intendant jemand den Sänger auf im Treppenhaus begegnet und sagt, also gestern war es wieder so toll, wie kann ich Ihnen helfen? Mhm. Also was kann ich für Sie tun noch? Mhm. Mhm. Und wie bahnte sich dann der Fachwechsel zum Tenor an? Da war ja, glaube ich, Hans Hopf ein wichtiger Einfluss. Das war ja wieder München. Also, das war wieder München. Ja, ich war ja in München einmal
Hans Hopf, mit Hans Hopf habe ich gesungen auf der Bühne im Gärtnerplatztheater. Und zum Josef Metternich bin ich einmal gefahren, der am Starnberger See gewohnt hat, und habe einfach mal geschaut, wie geht es? Kann ich bei ihm Unterricht nehmen oder kann ich das nicht? Dann war ich dort und dann hat er gesagt, ja, sagt er, oh, auf Kölsch hat er das aber gesagt, ne? Siehst aus wie Jung Siegfried, warum siehst du dann keinen Siegfried? Verdienst ja viel mehr Geld. Und das waren die falschen Vokabeln. Also mit Siegfried, also okay, und mit Blond, und das ging alles. Aber mit viel mehr Geld habe ich gedacht, na, dafür will ich nicht Tenor. Und dann bin weiterhin ich überzeugter Bariton? Weiter, ich war so ein überzeugter Bariton. Es waren einfach die falschen die Impulse, die er gesetzt hat. Und dann habe ich also mit Hans Hopf gesungen. Und da gibt es ja, Baiazzo war das, ne? Also Baiazzo, Silvio. Silvio, Baiazzo kommt ihm drauf, dass er seine Frau umgarnt, ja. Und dann hat er, dann macht er, so, und dann gibt es eine wilde Jagd. So, und dann sind wir also über ein großes Baugerüst geklettert, hinten wieder runter in die Garderobe. Und dann hat er gesagt, also Burli, du weißt schon, dass du kein Bariton bist, ne? Dann haben wir gedacht, blöder, und dann... Aufgrund dieses Ausbruchs. Ausbruchs. Nein, er hat ja gehört vorher, das Duett, das ganze Duett. Und er hat gemerkt, dass ich eigentlich mehr oben zu Hause bin als unten. Und ja, dann hat er gesagt, jetzt beruhige dich mal, jetzt gehen wir in die Garderobe und jetzt reden wir mal drüber. Und dann hat er gesagt, bist du reich geboren? Aber ich sagte, nein. Aha, sagt er, dann gehst du jetzt mal zu dem jeweiligen, also wenn du mal 35 geworden bist, dann ist die stimmliche Entwicklung abgeschlossen, dann gehst du zu deinem jeweiligen Intendanten, wo du gerade bist, das war in dem Moment, war das Graz, und fragst ihn, ob er das mitmacht, wenn du jetzt Tenor werden willst. Okay. Bleiben wir jetzt in Graz. 1983 gab es da ein sehr spezielles, kaum bekanntes Werk zu sehen, Die Propheten. Können Sie da ein bisschen was darüber erzählen? Ja, Die Propheten, das war ein Auftragswerk eines Wiener Komponisten. Und Oskar Fritz-Schuh hat dort Regie geführt dann. Und das hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Das war mit dem Ernst-Dieter Sutheimer, einem meiner Lieblingskollegen. Und das war ein wahnsinnig toller Erfolg. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das Ganze. Und ich glaube, Die Propheten waren dann auch das erste Werk, das eine Gesamtaufnahme einer Oper mit Wolfgang Müller-Lorenz bietet. Genau. Und da schauen wir uns jetzt wieder ein Stück an. Erreicht. Euer Sehnsucht wurde Erfüllung, gleich wird er selbst hier vor euch treten. Er, der Einzige, er, auf den ihr gewartet habt, zu euch ist er gekommen. Um euretwillen. So öffnet Aug und Ohr, um ihn in Würden zu empfangen. So leih der Blinde denn sein Ohr dem Tauben, der Taube dreht sein auf den Blinden ab. Wir aber taub und blind zugleich, mag selber sehen, wie er fertig wird. Ihr selbst wird hier erscheinen.
erscheinen und seine Botschaft euch verkünden. Wir, dir alles weiß und in das Dunkel eurer Zukunft blickt. Der unvermeidliche Fachwechsel ist dann aber doch gefolgt. Man kann sagen, und wie? Denn die erste Rolle war ja der Hermann in Pikdam. Ich habe mich daran gehalten, was der Hans Hopf mir gesagt hat. Ja. Ich hatte nämlich einen Intendanten, einen ganz wunderbaren Intendanten, und ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, Herr Doktor, was würden Sie sagen, wenn ich Tenor werden würde? Dann hat er gesagt, ja, super Idee, mach mal. Aber Sie müssen mir versprechen, dass Sie in 2 Jahren, glaube ich, war das, in 2 Jahren den Hermann in der Pikdam sind. Also das war schon mit Vorankündigung. Das war schon mit Vorankündigung. Und der Hermann mit Pikdam ist ja nicht irgendeine Rolle. Die ist. Na, und ich habe das Stück auch gar nicht gekannt. Mhm. Ich habe weder die Rolle gekannt noch Pikdam. Aber zugesagt. Und habe sofort gesagt, ja, ich hätte alles zugesagt. Mhm. Und dann lag der Ball bei mir. Und ich habe dann gelernt halt. Und was hat Sie dann wirklich davon überzeugt? Was war das Argument für Sie selbst, zu sagen, jetzt will ich es aber doch? Ja, nein, weil ich gemerkt habe, dass die Stimme immer mehr hochgelagert ist. Mhm. Also ich habe mich eigentlich in der Höhe viel wohler gefühlt als in den tiefen Lagen. Und zwar habe ich das gemerkt, wir haben als letztes Baritonstück, was ich gesungen habe in Graz, war der Wildschütz Graf, also der Graf im Wildschütz. Und dann gibt es das berühmte Heiterkeit und voll. Und das hat mir wunderbar gefallen da oben. Mhm. Und unser Dirigent, das war auch gleichzeitig unser Chorleiter, der hat gesagt, lass die ganzen tiefen Töne weg, ich will dich nur oben hören. Und das war's dann. Das war's dann. Ja. Ja. Dann habe ich gedacht, ich bin richtig. Und wie ging es dann in der Vorbereitung mit dem Hermann? War ja, das war dann leicht? Ganz gut, weil der Nemeth hat sich natürlich auch abgesichert. Er hat gesagt, der Nick Chabaris, der war damals ja Chefdirigent, und der müsste das sein Okay geben. Dann, das war dann der zweite Weihnachtsfeiertag, als wir einen Termin gemacht haben mit dem Nick Chabaris. Und dass ich ihm vorsinge, eine Arie vorsinge aus der Pikdam. Das habe ich dann getan und er hat gesagt, und ich habe gedacht, oh, das war sicher furchtbar. Und er hat dann gesagt, wunderbar, das machen wir. Sie müssen aber arbeiten, richtig gut arbeiten. Und ich habe gesagt, das tue ich ja. War das Russisch oder Deutsch? Es war leider auf Deutsch. Leider auf Deutsch. Ich hätte es gerne auf Russisch gemacht. Ich meine, auf Deutsch war es gut zum Singen. Mhm. Aber auf Russisch ist natürlich das Salz in der Suppe. Mhm. Das ist ein russisches Stück. Ja. Heute würde man da gar keine Diskussion abhalten. Und war es dann auch leichter, als Tenor vorzusingen irgendwo? Ja, es war mir einfach leichter, weil ich genau in der Lage war, in der ich zu Hause war. Mhm. In Wiesbaden haben Sie dann bald darauf auch den Siegmund, Wagners Walküre, gesungen. Wie lief das? Der Siegmund ist ja recht tief. Man müsste annehmen, für einen ehemaligen Bariton ist das. Alle haben sie mir super gesagt, du warst doch Bariton. Also Siegmund ist da das Beste, weil das ist schön tief. Eigentlich, das ist genau umgekehrt, weil ich bin oben. Siegmund ist tief natürlich, ist der schwerste Held im Ring. Und ich habe vorher mit Jimmy King, also mit James King, gearbeitet in der Wiener Staatsoper. Und der hat mir immer gesagt, ja, du musst also so und so. Aber der hat die Stautechnik gemacht und die Stautechnik war nichts für mich. Das wäre mir genauso gegangen mit dem Josef Metternich. Das sind die so singen, also immer mit Druck. Mhm. Und da wäre ich schon längst weg gewesen. Wie lief der Siegmund in Wiesbaden da? Für mich lief er überhaupt gar nicht, weil ich habe nur Schwierigkeiten gehabt. Ich habe,
Das war so witzig, dass ich habe in der Tiefe so drauf gedrückt. Ich kam ja vom Bariton. Ich habe mir dann mal Bariton-Sachen, wieso habe ich die Tiefe gehabt, drauf geknallt, dass auf einmal die Stimme weg war. Dann habe ich unten nichts mehr gehabt. Und oben dieses Ass, was da ganz am Schluss kam, habe ich auch nicht mehr gehabt. Also es war richtig, war keine gute Erfahrung. Also für mich jetzt. Das war Publikum? Jetzt, das Publikum war sehr, 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 sehr freundlich mit mir umgegangen. Also ich habe keine Buß gehabt und nichts. Ich bin mir vorgekommen wie furchtbar. Ganz furchtbar. Und ich habe immer gedacht, furchtbar, die Leute müssen mich rausschmeißen. Und dann habe ich ja eine wunderbare Kollegin gehabt, die Nadine Sekunde. Und die eigentlich so neutral war. Und ich habe mir gedacht, die musste doch eigentlich nach Hause gehen wollen. Nach der Vorstellung? Nein, schon während der Vorstellung, also wenn sie mich gehört hat. Und also jedenfalls, das war furchtbar. Also für mich war es ziemlich furchtbar. Aber ich habe immer daran gearbeitet. Und das wurde von Vorstellung zu Vorstellung besser. Ich muss noch hinterher schicken, ich habe mich in Wiesbaden nie richtig wohl gefühlt. Das liegt wahrscheinlich an dieser Quelle, an dieser Schwefelquelle, die ja mitten in der Stadt ist. Und ich bin manchmal von der Wiener Staatsoper gekommen, hab Pikdarm gesungen, da sind wir die Nacht, meine Frau ist die Nacht durchgefahren und dann waren wir in Wiesbaden und ich war eine Stunde in Wiesbaden gedacht, also wie ein alter Mann. Und beim Publikum kam es aber besser an als bei Ihnen selbst? Ja, ich habe das gar nicht verstanden eigentlich. Ist das öfter so, dass die Wahrnehmung des Publikums oder die Wahrnehmung von Kollegen eine andere ist als die eigene? Manchmal schon, ja. Manchmal schon. Das Frappierende war ja, dass ich mir, kam mir wirklich sauschlecht vor. Und dann gab es dann ein Angebot von der Zürcher Oper, Fra Diavolo zu machen. Ist auch keine leichte Sache. Und dann bin ich dann zum Intendanten gekommen. Das war derselbe wie vorher in Wiesbaden, der Große. Und ich bin zu ihm gekommen und habe gesagt, also dass Sie mich dann nochmal engagiert haben, das verstehe ich überhaupt nicht. Aber ich sage, wieso? Ihr Siegmund war ja richtig toll. Ah, ich habe gedacht, okay. Ich dachte, lieber nichts mehr sagen. So kann man sich irren. Ja. Wir sind in den 1980er Jahren. Es gab damals weitere Fernsehauftritte, aber man konnte Wolfgang Müller-Lorenz eben schon als Tenor bewundern. Zum Beispiel in einer Koproduktion von ORF unter dem Bayerischen Rundfunk unter dem Titel Das gab's nur einmal. Da schauen wir uns jetzt auch einen Ausschnitt an. Du weißt, keine Annäherungsversuche. Ich verspreche es. Ein Wort, ein Mann, ich werde sehen, was ich machen kann. Ach, mich erinnert dieser Fall an einen lustigen Maskenball. An einem Ball, wo sich im Tanzsaal auf sein Ab das Folgende begann. Ein Domino in violetter Seide, Figur und Köpfchen tadellos. Man merkte, dass sich hinter jenem Kleid ein exquisites Weib verschloss. Auf einen Herrn von eleganten Wesen trat sie hinzu. Sprach im Falsett, mein schöner Herr, ich habe heut gelesen, du gehst auf Scheidungsfüßen, ei, wie nett. Der Herr sprach, ja, das stimmt, und flugs er sie zum Tanze nimmt. Du erlaubst wohl, dass ich's mag, beim Tanz ihr mit mir sprach. Bitte! Kind, du kannst tanzen wie meine Frau. Schmieg
dich und biegst dich wie meine Frau. Hast die Kanzlerin wie meine Frau. Lässt dich so ziehen wie meine Frau. Machst so und lachst so wie meine Frau. Wiegst so dein Köpfchen, stoftet dein Schöpfchen. So, so wie meine Frau. Das war jetzt ja ein Playback-Auftritt, aufgenommen in Wien. Ist das für einen Sänger angenehm oder eher anspruchsvoll, Playback zu singen? Ja, ja, das ist schwierig. Also ich habe das immer als sehr, okay, das Einspielen ist wunderbar. Da gibt es immer tolle Dirigenten, das euer Eiferkeister ist bekanntlich gut. Und das war alles auch also fantastisch. Nur das nachher später vor der Kamera drauf zu singen, das empfand ich als sehr schwer. Also ich musste praktisch meine Gefühle, die ich da hatte, noch einmal produzieren. Hundertprozentig synchron. Wir haben ja nach einer Woche haben wir ja so einen Abriss gekriegt von dem, was wir aufgenommen haben. Mhm. Und dann konnten wir das trainieren. Mhm. Aber ich fand das immer noch, also ja, das war nicht meins. Mhm. Wie lief denn insgesamt das erste Jahrzehnt in Österreich für Sie? Gab es da neben Graz noch zahlreiche weitere Engagements? Wie entwickelt sich die Karriere in Österreich? Ja, das war so, dass ich ja 10 Jahre lang sehr viel gemacht habe, auch an der Grazer Oper, eben dadurch, mhm. durch den Fachwechsel dann. Mhm. Und ja, ich habe ja viel gemacht. Ich habe den Sharpless gesungen, ich habe Papier von Sevilla gesungen, ich habe den Figaro-Grafen gesungen. Also sehr vielfältig. Ja, interessant. Und ich habe da dann auch den Steirischen Herbst mitgemacht. Ja. Und da war zuerst, habe ich ja mit dem Emil Breisach zusammen im Steiermark-Saal im Kongress den Jakob Lenz gemacht. Mhm. Das war ja eine wunderbare Produktion. Wir haben ja eine Einladung bekommen zu den Wiener Festwochen auch. Und dort ist es auch super angekommen. Und ja, das war. Das hat mir sehr Spaß gemacht. Darauf hat es dann, ein Jahr später hat es dann gegeben, die Wölfli-Szenen. Dann kam dann der Pöppelreiter, Christian Pöppelreiter, der den Ring dann später gemacht hat. Mhm. Und mit dem habe ich mich auch sofort, also wunderbar verstanden. Und das war auch eine tolle Produktion. Das waren so Einzelproduktionen. Das waren 4 Kurzopern, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, und ein Liederzyklus. Mhm. Der Liederzyklus war von Wolfgang Riem, auch ein tolles Erlebnis, mhm. das ganze Ding. Mhm. Damals hatten Sie ja überhaupt eine sehr starke Medienpräsenz, also nicht nur mit Aufnahmen, sondern eben auch im Fernsehen. Und eine dieser Produktionen hat den Titel gehabt Österreichisch-Ungarische Musik AG. An der hat auch Harald Serafin mitgewirkt. Ja. Können Sie ein bisschen was über die Hintergründe erzählen? Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, das war österreichisch-ungarische Musik. Naja, das war einfach Zusammenbringen von österreichischen Künstlern und ungarischen Künstlern mhm. und Künstlerinnen. Und die haben jeweils in Ungarisch gesungen und wir haben auf Deutsch gesungen. Das war also Mirjana Irosch dabei und also das hat auch sehr viel Spaß gemacht, das Ding. Und aus dem Mix schauen wir uns jetzt auch. Okay. Eine anständige Frau, das weiß ich ja leider genau. Doch können Sie wirklich mir glauben, Sie predigen hier einem Tauben. Erreich ich auch niemals mein Ziel, erkaltet noch nie mein Gefühl. Ich werde noch alt und noch grau. Sie bleiben die anständige Frau. Ich kenne die Gefahren, ich muss sie ertragen. Ich kann ihnen nimmer und nimmer entsagen. Gib Acht!
ich hab's gedacht, ich hab's gedacht, sie trinken und verstehen. Etwas gedacht, das Liebesglück, mir aufs Nimmer lacht, denn Liebe ist das nicht. Gefährlich ist des Feuers Mann, wenn die Liebe spricht, mit Mann den Fisch, geht ab, so ist dies nicht. Wenn man sich leicht verbrüht, denn wahre Liebe wart und muss ich nicht. Ja, wir kommen jetzt zu einem Höhepunkt Ihrer Karriere. In der Ära Nemeth in Graz wurde ja Wagners Monumentalopus Der Ring des Nibelungen aufgeführt und produziert, im Fernsehen übertragen, dann auch als Video verkauft. Sie haben darin unglaublich eigentlich alle großen Tenorrollen gesungen. Loge, Sigmund, Siegfriede, beide. Das wirft die Frage auf, hätte es diesen Ring ohne Wolfgang Müller-Lorenz gegeben? Also wenn ich nach unserem Intendanten gehe, dann hat er immer gesagt, wenn ich einen Siegfried am Haus habe und habe dann noch eine Brünnhilde am Haus, dann kann er den Ring machen. Mhm. Wenn nicht, dann geht es nicht. Weil der Ring zu machen ist ja teuer. Wirklich teuer. Und wahrscheinlich auch schwer, überhaupt Sänger zu bekommen. Und überhaupt das adäquat zu besetzen. Ne? Mhm. Gerade für so ein großes Haus wie die Grazer Oper. Ist die Grazer Oper generell zum Singen ein leichtes Haus? Oder? Ja, das ist ein. Also für mich, darf man da nicht fragen, weil ich finde, die Grazer Oper ist das schönste Opernhaus der Welt. Und ich habe auch sehr gerne gesungen dort. Ich wusste auch genau immer, welche Ecken ich besingen muss, dass der Klang auch wieder zu mir zurückkommt. Also, dass ich das höre, dass meine Stimme bis dorthin kommt. Mhm. Und das muss man. Also das konnten Sie wahrnehmen, ja, wie weit die Stimme reicht. Ja. Also ich habe eine Ecke, da wo die Intendantenloge ist, genau diese Krümmung. Und dort habe ich dagegen gesungen, da wusste ich immer genau, das trägt. Mhm. Es gibt natürlich auch Opernhäuser, auch viel kleinere, wo der Klang einfach so weg ist, wo der verpufft. Es sind ja alle vier großen Rollen dort auch von den Kritikern, vom Publikum sowieso sehr gelobt worden. Mhm. Auch mit dem Sigmund sozusagen sind Sie dann ins Reine gekommen seit den Erfahrungen Sigmund, in Wiesbaden. Ja, der Sigmund hat sich entwickelt einfach. Mhm. Und Sigmund ist dann auch zu einer meiner Lieblingsrollen geworden. Mhm. Generell haben Sie sich mit Wagner leicht getan beim Lernen der Rollen, beim Singen. Gibt es da Unterschiede zu anderen Komponisten? Na, ich denke, der Richard hat das für mich geschrieben. Also ich habe immer das erfunden, der hat das einfach für mich gemacht. Ich habe das gehört, gemerkt, gesungen. Das war einfach wohlgefühlt. Eins. Ja. Und mit den Texten, das ist ja doch eine sehr eigene Art der aber Texte, die Stabreime Text. Und so. Aber die Texte sind ja alle von ihm. Ja. Und das ist ja wunderschön, diese Texte singen zu dürfen. Haben Sie auch immer leicht gemerkt? Ja, ich habe noch nie eine Schwierigkeit gehabt, da irgendeinen Satz nicht zu merken. Und wie war das, wenn man eine Partie längere Zeit nicht singt? Kommt die dann schnell das wieder? Das kommt ganz schnell wieder. Ganz schnell wieder. Ich habe eine Kompetitionsstunde gehabt oder habe es mir selber zu Hause gemacht, sodass ich das singen konnte und also repetieren konnte. Und das war überhaupt, also für mich überhaupt kein Thema. Hat der Wagner-Gesang eine besondere Technik erfordert? Oder naja, man muss schon aufpassen, dass man nicht losbrüllt. Das heißt, dass man es gut einteilt. Das heißt, es gibt einen schönen Satz. Wer sich vor dem Tristan einsingt, ist selber schuld. Das heißt, man vergeudet dann schon so viel Stimme, dass man zum Schluss nichts mehr hat, da darf man sich nicht wundern. Da singt man ja zwei Stunden als Tenor oder noch länger. Reine Singzeit, meine ich jetzt. Ja. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr lang. Aber wie wir den Vertrag gemacht haben für den Ring, habe ich ja auch gesagt, also wir reden mal bis Sigmund und dann reden wir noch mal weiter. Mhm. Siegfried, Götterdämmerung haben wir überhaupt gar nicht in Erwägung gezogen, weil bis dahin konnte ich gar nicht denken. Mhm. Und dann ist das so von Mal zu Mal größer geworden. Also ich bin immer
damit gewachsen, weitergewachsen. Und auch wahrscheinlich die Stimme. Die ist auch immer reifer geworden. Dann wusste ich schon, also da kann man nicht so viel geben. Ja. Es gibt wunderschöne lyrische Stellen da drin. Mhm. Und die muss man sich einfach bewahren. Mhm. Mhm. Aber es sind ja auch unterschiedlichste Rollen. Man kann ja einen Loge stimmlich überhaupt nicht mit dem Sigmund vergleichen. Und Siegfried ist nochmal was anderes. Da muss ich auch die Geschichte erzählen, wie ich das erste Mal Loge gemacht habe. Da haben die Leute gesagt, ja, Loge ist ja ganz was anderes. Aber super, die haben das so toll gemacht. Ja, aber jetzt kommt der Sigmund. Glauben Sie, dass Sie das machen können? Und dann habe ich ja natürlich immer sagen können, oh, den habe ich schon so oft gemacht, jetzt woanders. Mhm. Also der ist sicher so weit ausgereift, dass ich ihn wunderbar machen kann. Dann haben sie gesagt, ja, das ist ja super, ja. Aber jetzt kommt Siegfried. Siegfried ist natürlich eine riesen bombastische Rolle. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist eben nicht. Das ist eine wunderschöne, die liegt bei mir genau in der Stimmlage. Mhm. Das heißt, ich habe nichts Tiefes zu singen groß. Ich habe nur, eigentlich wunderbar. Nur die Schmiedelieder? Nur die Schmiedelieder. Schmiedelieder. Und Menschen, der Schluss ist natürlich sehr, sehr anspruchsvoll. Wagner hat ja bei der Komposition des Rings im Siegfried eine größere Pause gehabt und hat danach auch anders komponiert, wo Siegfried dann schon anders klingt als wo er schon Tristan gemacht hat. Ja. Mhm. Die vier Rollen im Ring sind ja doch sehr unterschiedlich. Unterschiedlich, ja. Und ich denke mir, wenn man einen Loge mit Sigmund oder Siegfried vergleicht, dann kann man da wirklich überhaupt von einer Entwicklung der Stimme sprechen? Muss man das nicht alles sowieso können? Naja, es ist so, dass, das sind jetzt meine Gefühle, die ich dabei hatte, waren so, dass ich ja später, also als wir den Ring abgespielt haben und auch die Fernsehaufnahmen waren, wenn ich es woanders gemacht habe, habe ich ja nur die beiden Siegfriede gemacht. Und mir haben immer die beiden ersten Geschichten gefehlt, also Rheingold und Walküre, hat mir immer gefehlt. Also das war so, als wenn ich habe immer gedacht, also ich gehe dorthin und eigentlich fehlt mir die Hälfte. Also für Sie war das einfach für mich auch war ein das eins. Werk, ja. Für mich war das eins, deswegen heißt er Ring. Für mich war das ein Ring. Und aus dem Ganzen schauen wir jetzt eine besonders bekannte Stelle an aus der Walküre, Winterstürme wichen dem Boden. Winterstürme wichen dem Vollmond, in mildem Lichte leuchtet der Lenz, auf linder Lüften leicht und liebig, wunderwebend er sich wiegt, durch Wald und Auer lädt sein Atem, weit geöffnet lacht sein Haut, aus silber Vöglein Sange süß ertönt, olle Düfte haucht aus, seinem Fall mit Blut entwehen wonnige Blumen, Keim und Sprotz entspricht seiner Kraft. Bezwingt er die Welt, Wind und Sturm wichen der starken Heer, wohl mussten die tapfern streichen die Spänge der auf Leichen, die Torzi und Stahl uns trennte von Liebe, Liebe,
Ring des Nibelungen in Graz. Regisseur war Christian Döppelreiter. Wie war denn die Zusammenarbeit mit ihm? Grandios bis übergrandios. Es gab einmal eine Diskussion, und zwar ich hätte wirklich das Haus verlassen damals. Und zwar hat er gesagt, weil ich ja die Brünnhilde nicht mehr wiedererkenne. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, aber Siegfried ist ja so ein Schwein, dass er das nicht... Da habe ich gesagt, entschuldige, Siegfried ist doch kein Schwein. Der Trank ist schuld. Und der Trank ist schuld. Was auch immer da drin gewesen ist, vielleicht LSD oder keine Ahnung was. Aber der Trank war so, dass sein Bewusstsein verändert wurde. Und Döppelreiter meinte, der Trank ist eigentlich nur... Der Trank ist total unwichtig. Nebensächlich, das liegt alles schon im ein Siegfried. Ein Mistkerl, dass der die nicht mehr erkennt. Und habe ich gesagt, also wenn du so empfindest, dann endet für mich hier die Zusammenarbeit. Aber sie haben sich doch geeinigt. Dann bin ich dann rausgegangen und habe gesagt, ja, wo geht's denn hin? Dann habe ich gesagt, ja, für mich ist fertig. Sag ich, wenn du so denkst, dann muss ich jetzt leider gehen. Das du weißt ja, du hast ja meine Telefonnummer, also du kannst mich anrufen, wenn du dich wieder beruhigt hast. Und dann habe ich gesagt, wir reden drüber. Aber okay, wir reden darüber. Also insgesamt war es also er hat sich dann nachher, er konnte ja gar nicht anders. Mhm. Es ist diese Geschichte so. Der hat hier den Trank abgenommen. Allgemein zum Thema Regietheater, das ist ja etwas sehr Umstrittenes bis heute, weil der Regie so große Bedeutung beigemessen wird, weil das Werk nicht werktreu dargestellt wird, keine Rücksicht auf die Sänger genommen wird. Was war Ihre Beziehung zum Regietheater? Ja, an und für sich ist das Regietheater ja was ganz Tolles. Und wenn ich denke, ich habe ja mit Christian Pöppelreiter und auch mit Konvitschny, Peter Konvitschny, gearbeitet. Und die waren alle, also Konvitschny, der ja sehr bekämpft wurde, der hat also wunderbare Gedanken gehabt bei diesen ganzen Sachen. Ich habe ja den Tristan gesungen in München von ihm. Und der ist sehr bekämpft worden. Und der Regieassistent Aaron Stiel damals, der jetzt Intendant in Klagenfurt ist, Aaron Stiel hat damals gesagt, weißt du, du kommst da aus der Kajüte raus mit dem Schaum im Bad vom Rasieren und die stören dich alle. Und du, dann habe ich gesagt, Aaron, können wir uns auf etwas einigen? Du sagst mir einfach, was Konvitschny gesagt hat, was ich dabei denke, warum ich das mache. Warum gehe ich da raus? Warum bin ich sauer? Hat er gesagt, das willst du wirklich wissen? Er sagt, ja. Dann hat er gesagt, okay, warten wir bis abends. Und am Abend kam er an mit so einem riesengroßen Buch. Und dann hat er das aufgeschlagen und da war dann drin so klein geschrieben, jedes Wort, was Konvitschny gesagt hat, hat er da reingeschrieben. Also das heißt, es war für Sie auch immer wichtig, dass da wirklich ein Konzept, natürlich, wirklich Gedanken dahinter sind. Ja. Und aber war das immer so? Oder gab es da auch Regisseure, die sich nicht mehr dabei denken? Ja, das ist heute, das gab es auch früher. Wenn ich denke, ich habe ja mit der Ruth Berghaus gearbeitet, das war mir zuwider von Anfang an. Und jedes Wort war mir dann nachher... hat mir wehgetan. Und das lehne ich also heute immer noch kategorisch ab. Aber es gibt ja leider heute auch Regisseure, die einfach zu frech sind, einfach Texte umändern und auch Handlungen umdrehen. Das haben wir gesehen im Ring, den der Brunner aufgeführt hat. Und wo auf einmal... Die ganze Geschichte, wo die Brünnhilde geraubt wird, auf einmal haben andere Stimmen gesungen dort.
Also der hat das dann so gemacht, also nicht, dass der mit der Fremden, sondern der hat einfach die fremde Stimme. Geht dann eindeutig zu weit. Ja, das geht mir, also da, boah, da bin ich, und da werde ich zum Rebellen. Gibt es aus Ihrer Sicht eine Tendenz in der Entwicklung von Regie, Bühnenbild? Nimmt man zu wenig Rücksicht auf die Sänger finanziell? Ja, finde ich. Schon? Ja. Man sollte eigentlich viel mehr Rücksicht auf die Sänger nehmen. Ich meine, die stehen dort und singen das Ganze. Das ist auch gesangstechnisch manchmal schwierig. Es ist auch natürlich. Eine leere Bühne stelle ich mir vor, wo es für die Stimme nichts gibt. Ist auch schwer, ja. Ist wahrscheinlich auch nicht so. Ich habe AIDA mit dem Convicini gemacht und der hat ganz am Schluss eine ganz leere Bühne gehabt. Das war das Grabmal. Was heißt? Mit der Straßenbahn im Hintergrund, die dann vorbeigefahren ist. Jetzt kommt die Straßenbahn daher. Das konnte er nicht wissen. Also das hat er. Ich meine, das hätte er denken müssen. Aber das war halt auf gleicher Ebene. Jetzt kommt sie. Also ja, jeder kam dann mit der Straßenbahn. Das Tor ins Jenseits geht auf. Und ja, natürlich, dann das war ja alles. Grazer Kaiser Josef Platz. Das war die Leere, in der er sich befand. Und auf einmal kommt da die Straßenbahn vorbei und sie kommt raus. Okay. Wir waren vorhin bei der Walküre. Ein Höhepunkt im ersten Akt ist ja, wenn Siegmund das Schwert aus dem Stamm zieht. Ja. Sie haben einmal für einen Industriefilm eine Variante davon gemacht, wo es um Natursteine ging, mit einem eigenen Text, sich da auch die Freiheit genommen, das zu ändern in Heraus aus dem Steine zu mir. Und das schauen wir uns jetzt an. Also, das habe ich so gern gemacht da oben. Das war schön. Rabenstein. Ja, das war mit eine schöne Wolfgang Zeit. Scherz, ne? Ja, super. Sie haben in Graz 17 Jahre lang gesungen. Lohengrin, Tannhäuser, AIDA, Wozzeck und. Geendet hat es dann alles mit Wagners Tristan. Nach 7 Vorstellungen ziemlich abrupt. Wie kam es zu diesem Bruch? Bruch einfach, weil es ist mir. Also das war die Brunner-Ära, wo mir also beide, der Dr. Brunner und auch sein Betriebsdirektor, dermaßen auf den Geist gegangen sind. Das heißt, sie haben eigentlich alles unternommen, um mich da rauszudrücken. Es ist so, dass sich eine Gage ja entwickelt, je länger man da ist. Aber dann kommt dann ein Dr. Brunner an und will auf einmal alles weniger machen und so. Ich meine, man hat ja das sich verdient, dann nachher auch. Waren es nur finanzielle Gründe? Nein, das waren nicht finanzielle, das waren auch künstlerische Gründe. Es war so dann, der Höhepunkt war dann so, dass bei der Premiere Tristan lief immer ein Cover von mir her, mit dem Klavierauszug unterm Arm. Und das war einer, den ich kannte, also ein Kollege, den ich kannte. Und ich habe immer gedacht, na, wenn er einen Akt durchhält, dann ist das schon viel. Der hätte das nie singen können. Also das heißt, man macht einen Tristan, schwerste Wagner-Rolle und bemerkt, dass man ein Cover hat. Ich habe ja gar keinen Cover gebraucht. Also ich habe noch nie in meinem Leben einen Cover gebraucht. In so einem Haus ist das ja auch
das Geld rausgeschmissen. Mhm. Und mir jedenfalls, der ist da vor mir, ich habe mir immer gedacht, Burli, wenn ich wirklich ausfalle, was willst du machen? Wie viele Seiten willst du da singen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt die richtige Zeit, um einen Strich zu machen. Ich habe 7 Vorstellungen gemacht und dann habe ich gedacht, also zwischen der 6. und 7. Vorstellung schreibe ich die Kündigung. Und das war eine fristlose Kündigung. Ich habe genug Sachen gehabt, wo ich also diese fristlose hätte erklären können. Mhm. Und ich habe die dann losgeschickt und der Brunner hat sie dann bei der 7. Vorstellung morgens in der Post gehabt. Hat ein fürchterliches Spektakel gemacht. Und ich habe mich nach der 7. Vorstellung vom Haus verabschiedet. Das war für mich sehr schmerzlich, weil ich dieses Haus geliebt habe. Und also man soll nie sagen, es ist mein Haus oder was weiß ich. Aber es war meine Gegend, wo ich gerne gesungen habe. Mhm. Und ich bin ja nicht mit fliegenden Fahnen weggegangen, sondern ich habe einfach gedacht, so, das reicht jetzt hier. Und ich mache jetzt einen Strich. Mhm. Und das Ganze war auch gut so. Mhm. War sehr gut. Noch kurz auf den Tristan zurückzukommen, mhm, gilt ja als die schwerste aller Tenorrollen. Mhm. Was sind die besonderen Anforderungen dabei? Und haben Sie das gern gemacht, gern gesungen? Ja, ich habe das schon sehr gern gesungen. Also das hat sich immer bei mir auch entwickelt. Weil ich brauchte doch eine ganze Zeit, um meiner Stimme den Tristan beizubringen. Das heißt, ich habe natürlich wahnsinnig technisch gearbeitet. Dann habe ich ihn laufen lassen, also das musste sich auch entwickeln, körperlich entwickeln. Der Tristan ist zu meiner Lieblingsfigur geworden. Und ich habe mir mal gedacht, den kann man mir nicht mehr wegnehmen. Und dann habe ich den ja in München gesungen, mhm, den Konvitschny Tristan. Ich habe mich anschließend dem Herrn Konvitschny einen Brief geschrieben und habe mich bedankt für diese tolle Regie. Partner damals waren ja Waltraud Meyer, Bernd Weikel, glaube ich. Bernd Weikel, was war Kurvenal. Was mein liebster Kurvenal. Für Erinnerungen? Ja, das war einfach wunderschön mit ihm. Weil diese, wenn er im dritten Akt diese wunderschönen Sachen gesungen hat, das war einfach schön. Also München war für mich überhaupt ein tolles Pflaster. Also wenn ich an Kurt Moll denke, der den Marke gemacht hat und der Marke regt sich auf, also dass ich mit seiner Frau da herum tue und ich stehe da so, das war Bühnenorchesterprobe, aber es war eigentlich so mehr eine Sitzprobe gestanden dort. Der Kurt war neben mir, singt so schön, dass ich gedacht habe, wie kann man nur so schön singen und so. Und dann auf einmal war Stille und ich wäre ja dran gewesen, ich musste mir eine Antwort geben und dann kam dann, Herr Müller-Lorenz, also wenn Sie ausgeträumt haben, können wir dann vielleicht fortfahren. Also ich habe gesagt, wenn Sie mir so einen Sänger an die Seite stellen, dann ist das so. Ihre Isolde Waltraud Meyer, gab es da auch besondere Erinnerungen? Ja, die hat einfach, dadurch, dass sie das ja eigentlich abgelehnt hatte mit dem Konvitschny, und ich habe ja allein probiert, also ich habe laufend Covers gehabt. Also ich habe bei den Proben nicht dabei. Ich habe alle Isolden, die es gab auf der Welt, habe ich durchgemacht. Linda Watson zum Beispiel. Aber Linda Watson, ich hätte so gerne mit ihr das gemacht auch. Aber es war geplant mit der Waltraud Meyer, die ich gar nicht kannte, die ich kennengelernt habe. Und das war so herrlich. Wir haben uns ja erst bei der Vorstellung kennengelernt. Und sie rief mich an und hat gesagt, du weißt ja, ihr Männer, ihr seid ja mal schnell fertig. Aber du kennst ja, bei Frauen muss man ein bisschen was machen. Komm doch mal runter. Komm runter, damit wir uns einmal umarmen können und küssen können. Und dann unsere Liebe auf der Bühne in der Garderobe vorbereiten. Ja, dass wir uns einmal mal in den Arm genommen haben. Das war, das war herrlich von ihr. Ja, ja. Ja, ich habe dann nachher Fidelio auch mit ihr gemacht. Ne? Einmal noch zurück auf den Tristan. Ja. Es gab da ja auch
eine nette Episode mit einem Bühnenhund. Das war in Graz. Das war in Graz. Das war in Graz. Was war da genau? Na, das war Jola. 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 Eine Hündin. Eine Hündin. Eine Schäferhündin. Ah. Das war der Hund von Tristan. Von Tristan. Also wir haben dann immer gesagt, also weil das Bühnenbild ja aussah wie das Führerhauptquartier von Berlin. Und wo dann die Bombe da oben reingeknallt ist und der Flügel einfach da weggebrochen ist vorne. Und ich ja auf diesem Flügel dann zu liegen kam und ich diesen Hund immer bei mir hatte. Und sie war auch immer, sie war so süß gewesen. Und dann hat sie, und dann habe ich sie gekrault und habe sie gestreichelt. Und sie war so dankbar, sie war richtig, also süß. Ich bin vollkommen gegen Tiere auf der... Ist ja Ablenkung. Ja, ist, nein, es ist nicht Ablenkung, es ist einfach für die Viecher nicht richtig. Was, man muss sich da mal in so ein Tier versetzen, wenn da diese Musik so aufbraust und dann ein Bühnenbildner irgendwas ein Bühnenbild gemacht hat, was die Tiere aufregt. Und die war bis zuletzt? Die war bis zuletzt. Auf der Bühne. Und die ist dann nachher so gewesen, dass ich meine ganzen Traumerzählungen, die ich dann hatte, und dann war sie immer so, dass sie nicht zu mir kommen durfte. Und die war dann hinten und dann hat dann gemauzt dort und dann an der Seite stand ihre Besitzerin, dann, Jola, Jola, ruhig, Jola, ruhig. Und ich musste wirklich, die Traumerzählungen sind sehr schwer, bekanntlich, und hatte immer, Jola, Jola, nein, und das hat mich natürlich genervt. Ich habe schon gedacht, ich beim nächsten Mal, weil Viecher haben einfach auf der Bühne nichts zu suchen. Und dann war das ja so, dass ich dann nachher ja gestorben bin und eine Riesenplane über mich ausgebreitet wurde und mit so einem kleinen Loch, da bin ich Luft gekriegt habe. Und ich lag dann dort und dann habe ich gehört, während, das wurde während Isolde unbewusst höchste Lust singt. Ja. Und er hat gehechelt und es kam immer näher. Das Hecheln wurde immer direkter. Und dann kam auf einmal diese Hundeschnauze da oben. Und dann habe ich gesagt, Jola, ja, bist du eine Süße. Und dann ging schon die Zunge so über mein Gesicht. Und sie war zufrieden, dass sie mich endlich gefunden hatte. Dann hat sie sich hingelegt und da war alles gut. Und sie wusste auch, dass ich gelebt habe. Gab es dann noch andere tierische Erlebnisse sozusagen, wo sie mit lebenden Tieren auf der Bühne konfrontiert waren? Ja, es gab eine Geschichte. Und zwar, ich habe ja, nachdem ich von Graz weg war, habe ich ja in Budapest Götterdämmerung gesungen. Und Brünnhilde, also Siegfried will weg, und Brünnhilde schenkt ihm Grane, also ihr Pferd schenkt sie ihm. Und das war ein richtiges Pferd und ich bin auch mit dem hineingekommen auf die Szene. Und das war ein Araberhengst, ein Schimmel, ein wunderbar, ein riesen Tier. Ich bin mir so klein vorgekommen, also bin da durch so einen Tunnel. Und dieses Pferd war wirklich wunderbar. Wir haben im Vorhinein schon in dem Stall, den sie aufgebaut haben, haben wir schon kräftig geschmust. Und ich habe ja meine Möhren, also meine Karotten und Zucker und was ich habe ja alles mitgehabt. Der hat das sofort überrissen, dass ist da was drin. Aber unglaublich eigentlich, ein Pferd ist ein Fluchttier, das ja. Das dazu bewegt, das auf einer Bühne aufzutreten. Doof, sowas, ja. Ja. Und dann, also ich habe, also Kükülö hieß er, war wunderbar. Ja, er hat sich auch gut festmachen lassen, da gab es also so eine Vorrichtung. Und einmal hat diese Vorrichtung gefehlt. Und dann war Kükülö natürlich, hat gesagt, ich spüre nichts, dass mich da was festhält. Und dann habe ich gesungen,
Und Kükelü kam, man hat das immer gemerkt, weil es ja ein mittleres Erdbeben ist, auf der Bühne ein Pferd laufen zu lassen. Und er ist dann gekommen und hat er mit mir rumgespust da und hat gleich gewusst, aha, da ist was drin. Dann habe ich ihm das gegeben, da war er mal für eine Sekunde ruhig. Das war während der Vorführung. Also. Das war während der Aufführung, ja. Und die haben vergessen, einfach dieses Geschirr dort anzubringen. Und die Techniker, die haben fürchterlich als drauf gekriegt, naja, von der Direktion. Und die haben mir dann immer gezeigt, da ist nichts zum das habe ich ja gesehen, war nichts. Naja, aber ging gut aus. Es ging gut aus, ging super. Um den Ring abzuschließen, ja. Einen letzten Ausschnitt schauen wir uns jetzt noch an aus dem Ring. Nicht aus dieser Inszenierung, ja, Siegfrieds Tod aus der Götterdämmerung. Mhm.
Siegfried, Tristan, Parsifal. Wagner-Partien haben sie auf viele Bühnen der Welt geführt. Nantes, Marseille, Tokio. In München hatten sie einen ständigen Gastvertrag. Gab es Kollegen, Kolleginnen, die Ihnen besonders gut und lieb in Erinnerung geblieben sind? Ja, ja, doch einige. Ja. Einige. Kurt Moll. Und ich bin sehr traurig, dass er schon tot ist. Das ist sehr gemein. Die Waltraud Meyer natürlich. Dann der Bernd Weichel, ein großer Liebling von mir. Und ja, es hat also sehr viele gegeben dort. Eigentlich das ganze Ensemble war fantastisch gewesen. Einschließlich Intendant Sir Peter Jonas und auch Zubin Mehta. Mit Zubin Mehta eine Vorstellung zu machen, ich habe ihm das gesagt, habe gesagt, das ist eigentlich ein Sänger im Himmel. Ich habe mit ihm Siegfried gemacht, das heißt, wir haben Siegfried beide gar nicht probiert. Das war auch so ein Sie sind damals ohne Probe eingesprungen für die Rolle als Siegfried, ne? Wie kam das? Ja, das kam, weil der Herr Jerusalem wieder so spät abgesagt hat und wir gar keine ich hätte gecovert. Deswegen, ich habe am Tag vorher die Probe gesehen, habe gemerkt dann später, dass er mir total eine ganz andere Darstellung gegeben hat. Macht nichts, bin ja flexibel gewesen immer schon. Dann haben sie mich angerufen. Herr Müller-Lorenz, sitzen Sie gut? Ich habe gesagt, nee, ich sitze, ich stehe gerade, ich teile mir gerade ein Eis zu. okay. Wir müssen Ihnen sagen, dass Sie morgen die Vorstellung singen werden, Siegfried. Und dann habe ich gesagt, und wer ist der Dirigent? Ja, Zubin Mehta. Oh, habe ich gesagt, mit dem haben wir das, ja, das habe ich aber mit dem gar nicht probiert. Er mit mir auch nicht. Und dann habe ich gesagt, vielleicht rufen Sie ihn an und fragen ihn, also ich hätte sehr große Lust auf ihn, ob er auch Lust hat auf mich. Mhm. Hatte er. Und ich, na ja, wir haben uns getroffen in der Staatsoper in der Nacht. Und in dann der Nacht sind, vor der Vorführung. Ja, und dann sind wir dann nochmal alle Stellen durchgegangen. Das war jetzt sehr gut gewesen, dass wir das gemacht haben. Er hat gesagt, oh Gott sei Dank, jetzt geht es mir besser. Er hat gesagt, mir geht es auch besser. Und also, weil er um die Vorstellung gebankt hat nach der Absage. Nein, er hat natürlich gedacht, Mensch, wir haben das nie probiert. Ja, er ist also ein großer Probierer immer gewesen. Das heißt, er hat immer gearbeitet mit den Leuten. Das war auch sein, das war ja auch das, weswegen man ihn so wirklich so groß, also so verehrt hat als Sänger. Und das war eine tolle Sache. Wir haben einmal, hat er eine Vorstellung gehabt draußen in der Feldherrnhalle in München. Und dann haben wir mal gesagt, Sie probieren ja immer noch, wollen Sie nicht mal ein bisschen ausruhen? Er hat gesagt, die schönste Erholung ist, mit euch zu arbeiten. Ist doch süß, ne? Und er hat das auch am Abend gut geschafft. Und Siegfried hat dann gut funktioniert mit ihm? Und mit ihm hat Siegfried so gut funktioniert, dass wir im zweiten Akt, der ja doch sehr dröge ist und sehr, es geht nichts weiter und so. Und bis er den Mime endlich um die Ecke gebracht hat. Dann gibt es diese berühmte Geschichte mit dem Waldvogel. Diese Waldvogelsache. Und ich bin auf so einer Dschungelbrücke. Das heißt, ohne die zu kennen. Ich bin da drauf gelaufen, in der Mitte sollte ich stehen bleiben und dann diese Antworten vom Waldvogel zu singen. Und da war eine wunderbare Waldvogelsängerin und die stand aber direkt neben dem Meter. Und ich habe gedacht, das ist eine Frechheit und ich bin hier oben und darf mich nicht bewegen, weil das Ding so wackelt. Das war so eine wunderschöne Szene. Und er hat das so, das war ja doch eine ziemliche Entfernung, und er hat das so wunderschön gegeben. Und das stand dann eine Woche später in der Süddeutschen Zeitung. Wie gut das toll ist, diese moderne Zusammenarbeit zwischen Dirigent und Sänger. Das war schon schön. Okay. Gab es bei Ihnen selbst mal sowas wie einen roten Alarm, weil kurz vor der Aufführung die Stimme plötzlich weg war? Ja, gab es. Gab es auch. In München. Auch in München. Und zwar mein erster Tannhäuser.
mein erster Tannhäuser. Und ich war noch vorher bei meinem Lehrer, der ja auch da auch in München wohnt. Und da war alles in Ordnung, aber ich habe dann komisch, ich habe mir gedacht, komisch, da bin ich essen gegangen. Und ich bin ja kein hysterischer Mensch. Bin essen gegangen, aber das wird schon wieder gehen. Kaffee getrunken. Ich dachte, komisch, irgendwas ist drauf. Irgendwas ist auf den Stimmen. Und dann bin ich ins Hotel gegangen. Habe gedacht, so, jetzt lege ich mich mal ein bisschen hin. Anschließend dusche ich. Dann mache ich Wechsel, Duschen und so. Und dann mache ich einmal, dann ist es weg. War aber nicht so. Und das Ganze war schlimmer geworden. Und ich habe überhaupt nichts rausgebracht. Nichts. Es war gar kein Stimmanschluss da. Und dann habe ich gedacht, so, okay, jetzt muss ich das wem sagen. Vielleicht. Dann habe ich meine Agentin angerufen und die hat dann auch die Nerven behalten. Die hat gesagt, okay, du machst jetzt etwas, du gehst jetzt in die rüber, in die Staatsoper, lässt dich schminken, ziehst dein Kostüm an, ich warte auf dich unten und dann fahren wir rechts zur Isar. Also zu dem Krankenhaus rechts zur Isar. Gut, ich sagte, super. Und dann waren wir dort in der HNO-Abteilung und da war da ein Oberarzt, der reingeschaut hat, hat gesagt, ja, da ist irgend so ein Hubbel auf dem Stimmband, sagt er, die Stimmbänder kommen nicht zusammen. Das heißt, es ist dort irgendwas dazwischen, also die schließen nicht. Okay, also was kann man da machen? Sag ich, wissen Sie, was Sie machen können? Sie können mit so einer Riesenspritze, ziehen Sie mir alles auf, Calcium, Vitamin B, alles, was Sie haben, alles, was gut ist. Und das hauen Sie mir so ganz langsam in den Arm. Und ich sage, ja, aber da muss ich den Chefarzt erstmal fragen. Und dann gesagt, ja, okay, dann fragen Sie den Chefarzt. Ist er dann abchoppiert und kam dann wieder, hat gesagt, ja, der hat das genehmigt. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, dann ziehen Sie mal auf. Dann kam die Spritze. Und dann kam dieses Rohr und hat rein. Hat gesagt, aber Sie müssen mir sofort sagen, wenn die schlecht wird. Habe ich gesagt, natürlich. Ganz langsam ist mir der Schweiß ausgebrochen. Und? Hat dann funktioniert? Da war nichts, noch gar nichts. Und die Heidi Starnhaus, also meine Agentin, sie hat unten gewartet im Auto. Dann sind wir ganz langsam in die Staatsoper gefahren. Und ich bin bei offenem Fenster, wenn ich brechen muss, dann breche ich gleich aus dem Fenster. Und dann sind wir dann in die Staatsoper angekommen. Und ich gehe steig aus, steht der Operndirektor da, der Ron Adler, und sagt, was machen wir jetzt? Dann habe ich gesagt, ja, Tannhäuser, oder? Aha, ich sagte, geht's? Und ich sagte, keine Ahnung. Und dann bin ich rauf in die Garderobe gegangen und dann habe ich gemacht und dann war es weg. Und das die ging Stimme direkt weiter? Wunderbar. In den Venusberg. Und dann sofort in den Venusberg. In Tokio durfte oder musste Loge, der Feuergott, rauchen. Und wir sehen jetzt Wolfgang Müller-Lorenz als alternden Künstler. Das schauen wir uns auch noch an. Oh.
Jahrtausendwende hat dann ihre internationale Karriere leider krankheitsbedingt einen unvermeidlichen Knick bekommen. Wenn ich richtig informiert bin, war es in London, Covent Garden, als sie zum ersten Mal bemerkt hat, dass das nicht stimmt. Ich habe Tristan gesungen dort. Ich habe Tristan gesungen und ich habe mich nicht gut gefühlt. Ich habe mir eigentlich immer, und dann habe ich immer gedacht, was habe ich nur? Dann bin ich also zu einem Facharzt gegangen und der hat gesagt, na, sind wunderschöne Stimmen da, alles ist so wunderbar da. Und ich sagte, was, aber irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Dann habe ich denen angeboten, nach Hause zu fahren, weil ich habe gedacht, das ist also für Covent Garden nichts, was ich da habe. Dann haben die mich davon überzeugt, dass ich da bleiben muss. Doch singen. Ja, dass ich doch singen muss. Weil ich nämlich, sie haben gesagt, sie sind der Einzige, den wir kennen, der den dritten Akt Tristan singt und nicht ruft, also nicht deklamiert. Wer, ne? Wer war Dirigent damals? Das war damals Bernard Haitink. Und dann haben sie gesungen. Und dann habe ich gedacht, ja okay, wenn das so ist, dann habe ich gesungen. Ja. Und dann habe ich bei der zweiten Vorstellung hier umgefallen, weil ich Wasser hatte bis da oben hin. Während der Vorstellung? Während der Vorstellung, ja. Erster Akt bin ich umgeknickt. Ja, der Walter Neumann von Graz, der war dabei gewesen. Dann habe ich gesagt, was war denn da? Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Dann bin ich in die Garderobe, war ja Pause und habe ein Mittel genommen, was ich vorher von einem Homöopathen gekriegt habe. Und das hat mich total entwässert. Dann ist das also wirklich, also ich war nur noch im Klo. Und dann, wie die Pause zu Ende war, war das auch vorbei, weil ich gedacht habe, wenn mir das jetzt auf der Bühne passiert, was mache ich dann? Weil es war nichts. Es waren so zwei Inseln für Isolde und für Tristan. Ja, die sind immer rumgefahren worden. Also ich hätte nirgends hingehen können. Ich hätte höchstens die Hose machen können. Und das hat mir dann Sorgen gemacht. Und dann war das also mit dem Klingeln, dass ich auf die Bühne kommen soll, war das vorbei. Und dann ging das, also der zweite Akt, sehr schön. Und der dritte Akt ist dann eigentlich auch ganz gut gegangen. Mit Abstrichen, also sie hatten schon besser gesungen. Aber die waren halt zufrieden und begeistert. Und was war dann gesundheitlich? Es war die Herzklappe. Es war dann die Herzklappe. Das hat sich bei weiteren Untersuchungen war dann, also nach 6 Vorstellungen, was vorbei. Ich habe ein gutes Programm gefahren dort. Also ich bin nach der Vorstellung bin ich rüber in mein Apartment gegangen und dann bin ich viel spazieren gegangen an der Themse und über Soho und da gab es ja Läden, die 24 Stunden offen hatten und da habe ich mir dann so ein Eis gekauft, so ein Häagen-Dazs und da habe ich mir gedacht, ach, ich nehme so viel und dann irgendwann war der Becher leer. Aber das war alles ein wunderbares Programm. Und dann habe ich dort in dem Apartment ein wunderschönes Bad gehabt, also wo ich Wechselduschen machen konnte und alles so wunderbar. Und da habe ich mich dann gut über Wasser gehalten. Und so sind diese 7 Vorstellungen gegangen. Und wie das fertig war, bin ich nach Hause geflogen und habe eine Woche Zeit gehabt und habe mich furchtbar gefühlt. Also ich wusste überhaupt nicht, was mir geschieht. Mhm. Und dann bin ich nach Madrid geflogen und habe da 3 Wochen Logo probiert. Und dann irgendwann war das dann so, dass ich von der Inszenierung aus musste ich also rücklinks auf ein Dings bringen. Das ist mir nicht gelungen, aufzustehen. Und dann körperlich dann war die Luft einfach weg. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich habe das dann aufs Essen geschoben und dann auf die Platanen, die da gerade geblüht haben. Und am nächsten Morgen habe ich dann, also in der Nacht war das dann schlimm, weil ich immer gesagt habe, ich sterbe, weil ich habe einfach keine Luft gekriegt. Und dann habe ich einen Kollegen angerufen, der mit mir dann in die Krankenstation gegangen ist im Theater. Und ich habe dort immer einen Spray gesehen, der also so aufmacht, also bei gewissen Krankheiten. Asthmatischen Krankheiten. Mhm. Und die hat dann aber gesagt, nein, ich möchte gerne, das müssen wir auch richtig machen. Also sie fahren jetzt in eine Privatklinik und da in der Sierra, irgendwo 100 Kilometer weit weg. Und da war ich dann dort und da war ein älterer praktischer Arzt
Und der dann gesagt hat, na, sagt er, ich möchte gerne Ihre Lunge sehen. Und dann kam ein Lungenröntgen und dann hat er gesagt, ja, Sie wissen schon, was das ist. Ne? Und ich gesagt, ja, sag ich, das sind alles Seen, voll Wasser. Und dann hat er gesagt, ab in die Kardiologie. Da waren dann 4 Kardiologen, die dann mit ihr Dings da rumgefahren sind. Und die haben dann gesagt, ich müsste dann dort bleiben, Sie können mich nicht weglassen. Und dann habe ich gesagt, na, wissen Sie, ich möchte auch gerne mit meinem Arzt sprechen können. Sag ich, und das Englisch, was Sie sprechen, ist für mich leider nicht gut verständlich. Mhm. Und auch nichts gegen die Ärztekunst. Und die wollten mir dort operieren. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin am nächsten Tag fliege ich nach Hause. Ich musste dann 8 Stunden warten, weil die Maschine 8 Stunden verspätet. Aber Operation war unvermeidlich und die war dann die war in Wien. Im AKH. Mhm. Und das war also ein Todtermin, den ich gekriegt habe. Und das ist auch wunderbar gemacht worden. Und ja, und dann habe ich das halt gehabt. Ne? Jetzt habe ich eine künstliche Herzklappe. Aber ich habe nirgends Zutritt auf eine Bühne. Ich hätte ja in London, Rheingold machen sollen und Walküre. Und wieso wusste man das? War das dann sofort allgemein bekannt? Ja, Wolfgang Müller-Lorenz hat eine Herzklappenoperation. Ja, blöderweise ist das auf der Straße passiert. Also das ist praktisch so passiert, dass das jeder wusste gleich. Mhm. Das war, ich hätte ja, wenn das keiner gewusst hätte, hätte ich ja gesagt, ich habe jetzt ja gerade ein bisschen Bronchialprobleme und habe so einen Husten, ich muss einfach das aufgeben. Mhm. Aber das ist mir leider nicht gelungen. Die wussten das alle gleich, aber das war mir auch dann, naja, Povidl, weil es einfach nicht mehr weitergegangen ist. Ich habe dann gedacht, so, dann auf einem an der Straßenseite gesessen und gesagt, so, das war's dann wohl. Aber schwer. Es war doch nicht ganz aus. Sie haben ja dann zwar nicht mehr die ganz großen Rollen gesungen, aber doch auch nach der Jahrtausend. Ich musste mich wieder zurückfinden. Ja. Ich musste mich einfach damit abfinden, dass das jetzt so ist, wie es ist. Und es war ja so, die Herzklappe war dann drin und ich habe mich gleich schlagartig natürlich besser gefühlt. Und dann haben wir eine Reha gehabt hier in Radegund, die auch sehr gut war. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn ich jetzt keine Oper mehr mache, was kann ich alles? Dann ist mir eingefallen, dass ich ja in Köln auch Schauspiel studiert habe. Das ist mir total entfallen, weil das war so mitten im Studium drin. Und dann habe ich irgendwem das gesagt und dann war ich auf einmal in einer kleinen Komödie. In Graz. Ja, und da war ich auch 7 Jahre. Trotzdem einmal noch zurück, eine der letzten Aufnahmen, die es von Wolfgang Müller-Lorenz als Opernsänger gibt, stammt aus dem Jahr 2009. Karl Zellers Vogelhändler, der ist zum Glück auch auf Video dokumentiert. Sie haben Ihre Karriere dann als Schauspieler vor allem fortgesetzt. Kleine Komödie, Graz. Komödie klingt wahrscheinlich leichter als es ist. Boulevardkomödie ist ganz schwer. Es ist eine eigene Kunstform. Mhm. Und die muss man wirklich lernen. Mhm. Da muss man wie ein Maschinengewehr rattern,
dass der Text kommt. Also das ist Timing wahrscheinlich sehr wichtig. Das Timing muss man lernen. Da muss man sofort, also wenn einer was sagt, sofort eine Antwort. Die Antwort muss sofort kommen. Ich habe da viel gelernt in dieser Zeit. Mhm. Heute geben Sie Gesangsunterricht. Mhm. Wollten Sie das schon immer? Wie ist ja, das wollte ich schon immer. Ja. Das wollte ich schon immer. Das ist also für die Entwicklung der Stimme oder was ist Stimme, wie kann ich singen und was muss ich singen laut Stimmlage, das hat mich schon immer interessiert. Der erste Tag meines Studiums in Köln war, da bin ich an der Bibliothek vorbeigekommen, an der Hochschulbibliothek, bin da reingegangen und habe ein wunderbares Buch gefunden mit Stimmkrankheiten. Also seitdem hat mich das interessiert. Unter Ihren Schülerinnen und Schülern gibt es einen Namen, den man sich aus Ihrer Sicht merken sollte? Ja, es gibt einen Namen, ja. Und das ist Stefanie Fritz, die bei mir jetzt etwas über ein Jahr ist und die eigentlich also zwei Monate, nachdem wir angefangen haben, einen Sprung nach oben gemacht hat, die ja jetzt im Garantscher-Wettbewerb auch einen Preis gewonnen hat. Sie hat das Konzert geschrieben gehabt in Kitzbühel. Und Zukunftsstimmen hieß das. Und ich versuche gerade, sie an den Mann bzw. an die Frau zu bringen, die gerade regieren an den Theatern. Mhm. Es ist nicht ganz einfach. Aber es wird mir schon gelingen. Ich wünsche Ihnen dafür viel Erfolg, auch für alles andere, was Sie weiterhin tun. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen für das schöne Interview. Gerne.